Das Hattersheimer Tierheim lädt an diesem Wochenende wieder einmal zum Tag der offenen Tür. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen einfach die Gelegenheit aus und präsentieren ein paar der, ich will nicht sagen Insassen, sondern der, wie nennt man das, Frau Andrea Scholz neben mir vom Tierheim? Ja, der Schützlinge. Schützlinge, kann man sagen. Mit einer Hündin haben wir angefangen, mit einer hübschen Hündin, das ist die? Das ist die Lena. Lena ist 16 Monate alt, ist eine Jagdhund-Mischlingshündin, kommt ursprünglich aus Spanien und hat in ihrem jungen Leben leider schon 3 Vorbesitzer gehabt. Das hängt damit zusammen, dass es nicht ganz einfach ist, mit diesem sehr, sehr temperamentvollen Hund auch wirklich vernünftig umzugehen. Wir haben mit ihr hier auch das Problem, dass wir sie überhaupt nicht auf dem Gelände ohne Leine lassen können, weil sie zum Beispiel hier über diese 2,20 Meter hohen Zäune drüber geht, weil sie einen unbändigen Jagdtrieb hat und einfach, wenn sie draußen was sieht, will sie hinterher und das ist natürlich relativ schwierig, auch dann, wenn man sie zu Hause hat, in den Griff zu kriegen. Also ist jetzt nicht zwingend was für Senioren, wäre schon jemand, der so ein bisschen sportiv veranlagt ist und sollte möglichst auch ein bisschen über Hundeerfahrung verfügen, denke ich mir. Auf jeden Fall. Insbesondere suchen wir wirklich sportliche Leute für die Lena, weil die sollte also schon jeden Tag bestimmt eine Stunde, zwei günstigerweise am Fahrrad bewegt werden oder sonst irgendwie mit etwas erhöhtem Tempo, sonst ist die nicht ausgelastet. Wobei man sagen muss, das ist quasi das einzige Handicap an der Hündin, weil wir sehen es ja hier, ein wunderbarer, schmusiger Charakter, also genau genommen schon familientauglich, aber durch die Quirligkeit nicht bei ganz kleinen Kindern wahrscheinlich. Bei ganz kleinen Kindern würde ich es aus dem Grund vermeiden, weil sie einfach auch mal dazu neigt, jemanden über den Haufen zu rennen. Ja. Aber freundlich ist sie, sie mag Kinder, sie mag überhaupt jeden Menschen, sie kommt auch mit anderen Hunden gut klar. Ja. Bei Katzen und Kleintieren wäre ich vorsichtig wegen des Jagdtriebs einfach. Aber ansonsten ist das ein ganz wunderbarer Hund. Ja. Wir haben gesagt, es ist eine junge Hündin. Können wir es in etwa einschätzen? 16 Monate hatten wir das schon gesagt. Gut, dann denke ich mir, machen wir mal weiter. Es gibt ja jede Menge Hunde und ein Collie-Brüderpaar, glaube ich, als nächstes. Ja? So, ich denke mir, das handelt sich hier um die Hunderasse, die wahrscheinlich neben den Dalmatinern so mit am bekanntesten überhaupt ist, der klassische Lassie. Aber das ist natürlich kein Lassie, sondern das sind zwei Collies, also schottische Hütehunde. Wir haben hier links, also von meiner Seite aus links, den Lucky, rechts daneben der Max. Das sind zwei Halbbrüder. Lucky ist 6 Jahre alt, Max 4 Jahre alt. Über die Hunde kann man eigentlich überhaupt nichts Negatives sagen. Die sind überhaupt nicht schwierig, die sind freundlich, die sind umgänglich, die sind mit anderen Tieren verträglich, die sind kinderlieb, die sind eigentlich völlig problemlos. Beim Lucky muss man allerdings dazu sagen, dass er gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Er hat also Arthrose und HD, also Hüftgelenkdysplasie, weswegen er halt vom Laufen her nur noch ein bisschen eingeschränkt sich bewegen soll. Und insbesondere auch nicht unbedingt irgendwo hin sollte, wo er Treppen zu steigen hat. Und Sie sehen ja, die beiden sind relativ eng auch immer beieinander. Die sind sehr, sehr aneinander gewöhnt, waren auch immer zusammen. Wir würden sie halt sehr, sehr gerne zusammen vermitteln, wissen aber, dass das natürlich schwierig ist, weil es sind zwei große Kerle und es ist natürlich auch recht pflegeintensiv. Ja, wenn man hier mal so reingreift, sieht man ja, was man da zu kämmen und insbesondere dann auch zu kehren hat zu Hause. Ne? Also man braucht auf jeden Fall schon ein bisschen Platz, man braucht auch Zeit. Was ich bestätigen kann, ich war also selber mal stolzer Besitzer eines Collies, eines dreifarbigen Collies. Es sind ausgesprochen sozial verträgliche, freundliche Hunde, die wirklich sehr, sehr gerne gefallen. Also es ist eigentlich nichts Hinterfotziges, wie man so sagt. Es gibt ja manche Hunde, die einem da wirklich das Leben schwer machen können. Gibt es bei diesen Hunden nicht. Aber wir haben eben schon gesagt, am besten, weil sie halt nun mal aneinander gewöhnt sind, sollten sie zu zweit also im Paar abgegeben werden. Ja, das wäre schön. Als Alternative käme natürlich auch in Betracht, dass wir sie getrennt abgeben, dann aber eigentlich gerne in einen Haushalt, in dem schon ein Hund idealerweise vielleicht eine Hündin vorhanden ist. Und wo wir schon mal zwei mittelgroße oder, ja, man kann auch sagen, schon große Hunde hier sitzen haben, vielleicht können wir mal was zu den Kosten sagen. Wenn ich mir einen Hund zulege, mit was muss ich denn da rechnen? Sagen wir mal, ich habe so einen Prachtkerl jetzt hier wie den Lucky. Was wirft das denn im Monat für Kosten auf? Naja, ich denke, dass man für Futter vielleicht so um die 50 bis 100 Euro einplanen müsste. Dann kommt natürlich noch dazu die Hundesteuer. Die ist ja in den einzelnen Kommunen unterschiedlich hoch, sind meistens auch so um die 100 Euro, allerdings im Jahr.
Dann muss man oder sollte man eine Haftpflichtversicherung abschließen für den Hund. Das ist zwar keine gesetzliche Vorgabe, ist allerdings aus meiner Sicht zwingend geboten. Es geht dabei auch nicht darum, dass der Hund mal jemanden anspringt und mal einen Mantel dreckig macht, sondern es geht darum, dass der Hund mal über eine Straße läuft und vielleicht einen Unfall provoziert und was dafür Kosten dann entstehen können, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Haftpflichtversicherung auch so in etwa ein 100er im Jahr. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass man Rücklagen bildet. Wir haben also einmal im Jahr regelmäßig eine Tollwutimpfung auf jeden Fall durchzuführen. Zusätzlich so eine Fünffachimpfung gegen Staupe, Leberentzündung und so weiter. Und dann ist es natürlich auch mal so, der Hund verletzt sich mal, der Hund wird alt, der Hund wird krank, der Hund muss regelmäßig behandelt werden, muss Medikamente bekommen. Da können die Kosten im Einzelfall natürlich auch mal richtig ausufern. Das kann man also so nicht sagen, aber ich denke mal, in der Größenordnung von vielleicht 500 oder 1000 Euro im Jahr sollte man sich zumindest mal eine Rücklage bilden, dass man dann gewappnet ist, wenn was passiert. Und an laufenden Kosten, wie wir es eben gesagt haben, so zwischen, je nachdem, was ich für einen Hund habe, zwischen 80 und 150 Euro im Monat, sollte man auf jeden Fall veranschlagen. Ich glaube, drunter wäre ein bisschen idealistisch gedacht. Ja, kommt etwa hin. Gut. Die zwei Prachtkerle sind zu haben, wenn sie idealerweise ein Haus haben, vielleicht auch noch ein bisschen einen Garten. Einen, der nicht mehr so gut auf den Beinen ist, einer, der noch hupsen kann wie ein junger Gott. Die zwei, ich glaube, da hätte man es wunderbar getroffen. Und wir kriegen jetzt als nächstes gezeigt, noch ein Hund, auf jeden Fall noch ein Hund. So, wir hatten eben gerade zwei Collies, die so allgemein als das Synonym für den lieben, den braven, den guten Hund angesehen werden, die ein ganz tolles Image haben. Hier haben wir eine Staffordhündin, die Susi, und man muss leider sagen, ist jetzt fast das Gegenteil vom Image her. Nicht vom Wesen, aber vom Image her. Ein klassischer Problemhund für euch hier im Tierheim. Klassischer Problemhund. Zwei Punkte dazu. Zum einen, Sie haben es bereits angesprochen, es handelt sich um einen Staffordshire Terrier Mischling, das heißt ein sogenannter Kampfhund. Was bedeutet, zukünftige Besitzer müssen sehr viel Steuern bezahlen, sehr viel Versicherung bezahlen. Der Hund muss alle zwei Jahre zum Wesenstest. Man braucht einen Sachkundenachweis, also was man so landläufig als Hundeführerschein bezeichnet. Eine Genehmigung vom Ordnungsamt, um so einen Hund zu halten und, und. Und man hat natürlich dann auch so ein bisschen das Stigma, dass man ja Kampfhundbesitzer ist und von daher von vielen anderen Leuten so etwas als zwielichtig angesehen wird. Ja, und dann ist die Susi auch schon 11 Jahre alt und von daher ist das natürlich wirklich ein Hund, den keiner will. Was furchtbar schade ist, weil man sieht ja, die ist völlig lieb und umgänglich, ist also eine kleine Schmusebacke, die sich sicherlich gerade in einem ruhigeren Haushalt, vielleicht bei älteren Leuten, wo es nicht so hektisch zugeht, sehr, sehr wohlfühlen würde, weil sie eigentlich wirklich am liebsten immer überall dabei ist, sich in den Schatten geht, sich ihr Plätzchen sucht und also wirklich ganz, ganz freundlich ist. Jetzt wendest du, ja, da kommt sie gerade wieder raus. Wir wollen ja keine Hurra-Sendung machen, sondern wir wollen ja Probleme auch wirklich ansprechen. Der Hund sitzt jetzt hier wunderbar und brav, aber der ist auch sozialverträglich, so wie er sich hier gibt, so ist er auch mit anderen Hunden, oder haben wir da irgendwo Problemfelder? Wir wollen das ja auch ansprechen. Naja, sie ist mit anderen Hündinnen nicht unbedingt verträglich, aber das ist jetzt nicht rassespezifisch, sondern das haben wir halt sehr häufig. Aber Menschen gegenüber ist sie also wirklich ganz sauber, da spielt sich überhaupt nichts ab. Auch mit Kindern kann man sie bedenkenlos laufen lassen, ist eine wirklich ganz süße. 11 Jahre haben wir gesagt, ich denke mir mal 15 Jahre könnte man vielleicht realistisch annehmen, 14, 15 Jahre, also wer da Interesse hat, noch 4, 5 Jahre, ich will nicht nur sagen, ein gutes Werk zu tun, sondern sich auch wirklich einen lieben, dankbaren Hund nach Hause zu holen, wäre dann die Susi die erste Wahl. Und eben habe ich dich gerade reingelegt. Wollen wir noch einen Hund? Ja. Gut, machen wir noch einen Hund.